So, hier bin ich wieder mit einem neuen Video. Ich weiß, dass ihr euch normalerweise lieber meine Fotos anschaut als mein Gesicht. Aber ich habe ein neues Produkt, das ich gerne vorstellen möchte. Kleiner Disclaimer, bei dem Produkt handelt es sich um eine Neuvorstellung der Firma Enlabs. Und ich bin Botschafter von Enlabs seit etwas über einem Jahr und habe dieses Produkt umsonst bekommen, um das Video zu erstellen. Aber ich werde nicht für das Video bezahlt und habe auch auf jeden Fall meine eigene Meinung zu dem Ganzen. Habe auch ein paar kleine Kritikpunkte, dazu später mehr. Schauen wir uns mal an, um was es hier geht. In der Vergangenheit habe ich euch schon mal kurz die Taiki 3 Pro Plus vorgestellt. Schaut sie euch hier nochmal an, die Videos, die ich dazu gemacht habe. Und ich benutze die Kamera seit über einem Jahr jetzt auf einer Baustelle. Hier ist sie übrigens und man sieht es auch, dass sie echt ziemlich stark im Einsatz war und hat trotzdem einwandfrei ein Jahr lang Fotos eingefangen, ohne dass ich sie einmal anfassen musste. Die Taiki-Kamera ist dafür gemacht, über längere Zeiträume, Tage, Monate, Jahre Timelapse-Fotos einzufangen und Projekte zu überwachen und dann die Analyse der Fotos und die Bearbeitung zu einem Timelapse-Video über die Cloud-Plattform von Enlabs so simpel wie möglich zu gestalten. Und das Ganze tut sie wirklich erfolgreich. Aber es gab auch ein paar Dinge an der Taiki 3 Pro Plus, die für manche Einsatzgebiete etwas Overkill waren. Zum Beispiel bei einem kurzen Timelapse-Projekt, wo ich nur wenige Tage die Kamera am Laufen habe, brauche ich nicht unbedingt das eingebaute Solarpanel. Oder je nachdem, was ich gerade aufnehmen will, sind zwei Objektive mit zwei Sensoren einfach nicht unbedingt notwendig. Und diese Dinge treiben natürlich auch den Preis nach oben. Der Preis mag gerechtfertigt sein, aber je nach Anwendungsmöglichkeit brauche ich eben nicht all diese Funktionen. Und aus genau diesem Grund hat Enlabs eine brandneue Taiki-Kamera vor kurzem herausgebracht, die Taiki-Familie erweitert und generell Langzeit-Timelapse und Projektüberwachung dieser Art für mehr Leute zugänglich machen kann. Und das Ganze heißt Taiki Mini. Und Mini ist sie tatsächlich. Hier ist die Taiki Mini. Und man sieht, dass vor allem im Vergleich mit der Taiki 3 Pro Plus das Ganze wirklich deutlich kompakter ist. Das liegt vor allem an zwei Gründen. Einmal hat sie kein eingebautes Solarpanel und zum Zweiten nur ein Objektiv mit einem Sensor vorne dran. Abgesehen von diesen beiden Punkten ist die Mini ihrem großen Bruder, was die Funktionen angeht, tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Man hat sogar einige Vorteile. Erstmal ist sie natürlich deutlich kleiner und leichter, wiegt zum Beispiel weniger als ein Kilogramm, hat eine riesige Batterie eingebaut, 25.000 mAh. Da kann ich bis zu 4 Monate bei einem Intervall von 10 Minuten Bilder aufnehmen und die an die Cloud schicken. Und sie hat einen neuen Umgebungslichtsensor eingebaut. Und damit kann ich die Kamera so konfigurieren, dass sie nur bei einer gewissen Umgebungshelligkeit Bilder aufnimmt und bei Dunkelheit eben nicht. Und damit kann ich weiter die Batterielaufzeit etwas in die Länge ziehen. Das Ganze macht sie aber zu einem deutlich günstigeren Preis als die Taiki 3 Pro Plus. Nämlich 799 Euro vor Steuern. Aber das ist natürlich eine bei weitem niedrigere Summe, als was vorher notwendig war, um in das Enlabs-Ökosystem einzutauchen. Ansonsten hat sie natürlich viele Funktionen der Taiki 3 Pro Plus. Um das zusammenzufassen, sie kann natürlich drin genutzt werden, aber auch draußen bei fast allen Bedingungen. Ist mit einer Bewertung von IP66 ausgestattet. Hat sowohl Wi-Fi als auch 4G LTE-Verbindung. Hier hinten kann ich eine SIM-Karte einlegen und auch eine MicroSD-Karte mit bis zu 1 TB Speicherplatz, sodass ich die Bilder lokal auf der Taiki direkt aufnehmen kann. Sie hat einen Sony-Sensor mit 12 Megapixel und das Weitwinkelobjektiv, das vorne eingebaut ist, hat eine sehr breite Diagonale mit einem Blickwinkel von 149 Grad und einer Blende von 2,8. Sie hat auch GPS eingebaut, das heißt, ich kann die Kamera jederzeit überall finden. Und sie hat, wie auch die Taiki 3 seit kurzem, eine Livestream-Funktion, sodass ich kurze Videos eben direkt auf der Cloud-Plattform von der Taiki abrufen kann. Somit ist sie wirklich, was die anderen Funktionen angeht, mit der Taiki 3 Pro Plus absolut vergleichbar. Das Setup der Kamera ist super einfach, genau wie bei der Taiki 3 Pro Plus. Nach dem Aufladen verbindet man sich über Bluetooth mit dem Smartphone und der Taiki Remote App, die gibt es für iOS und Android. Konfiguriert dort die Einstellungen, zum Beispiel das Wi-Fi-Netzwerk oder die SIM-Karte und setzt seine erste Timelapse-Sequenz auf. Hier nochmal in meinem Taiki 3 Pro Plus Video einige Erklärungen, was für Optionen das es dort gibt. Und das war es eigentlich schon. Dann fängt die Kamera an aufzunehmen und schickt direkt die Bilder an die Taiki Cloud oder man kann sie natürlich auch direkt
auf der SD-Karte speichern. Zur Installation selbst gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann natürlich die Kamera direkt an einem Standardstativ einfach anschrauben und so aufstellen. MLabs hat aber auch einen eigenen Metallarm, den ich für die Taiki 3 Pro Plus benutzt habe. Den gibt es einzeln, aber natürlich auch mit einem Taiki Mini Pack. Da gibt es dann diverse andere Zubehörteile, wie zum Beispiel die SD-Karte, ein Ladekabel, ein Schloss und ein praktisches Case etc. in einem Paket. Wenn sie dann am Laufen ist, unterstützt natürlich die Taiki Mini wie auch die Taiki 3 die MLabs Cloud-Plattform. Das Ganze nennt sich MyTaiki und es gibt dort eine kostenlose Basisversion, wo ich zumindest einige Funktionen benutzen kann und auch die Taiki überwachen kann. Für die fortschrittlicheren Funktionen muss ich natürlich ein Abonnement abschließen. Ich habe in der Vergangenheit gehört, dass sich Leute beschwert haben, warum sie nochmal ein Abonnement brauchen. Und sie haben ja schon für die Hardware bezahlt und ich kann Fotos auch in anderer Timelapse-Software bearbeiten. Das ist alles richtig. Und man kann auch, wie gesagt, die Fotos einfach auf der SD-Karte speichern und dann selbst weiterverarbeiten. Allerdings kann ich nach fast jahrzehntelanger Erfahrung mit Timelapse-Videos und einigen Langzeit-Timelapse-Projekten sagen, dass es wirklich sehr schwierig ist, zu dem gleichen Preis und vor allem mit der gleichen Einfachheit eine Lösung zu finden, die mit MyTaiki konkurrieren kann. Die Einfachheit, wie die automatische Korrektur der Belichtung, die Stabilisation des Videos, die automatische Auswahl der Fotos basierend auf zum Beispiel Wochentagen oder Wetterbedingungen, sind alles Dinge, die sonst viel manuelle Zeit brauchen und auch etwas Erfahrung und Software von anderen Herstellern, die auch nicht umsonst ist. Deswegen kann ich sagen, dass je nach Einsatzmöglichkeit und Präferenz die Taiki Cloud-Plattform ihr Geld wert ist und natürlich auch einige andere Funktionen bietet, wie zum Beispiel die Überwachung und die Fernwartung der Taiki-Kamera oder auch die KI-Lösung zur Überwachung von Baustellenprojekten etc. Sollte man sich auf jeden Fall ansehen und sich überlegen, wie man die Taiki benutzen will und welche Art von Abonnement dann Sinn machen. Was ich nach meinen ersten Tests und basierend auf meinen Erfahrungen und meinen Erwartungen, wie man die Taiki Mini in der Zukunft benutzen könnte, sagen kann, ist, dass MLabs hier, glaube ich, das Ziel erreicht hat, Langzeit-Timelapse und Projektüberwachung noch einfacher, noch zugänglicher, noch günstiger zu machen. Ich habe einige kleine Punkte, die man vielleicht verbessern könnte. Ich kann mir vorstellen, dass Staub und Regen auf der Linse ein Problem sein könnten und hier eine Art Schutz nützlich wäre. Ich wünsche mir, dass man die Verzerrung des Weitwinkelobjektivs noch in der MyTaiki-Plattform anpassen kann, dadurch, dass die Perspektive einfach nahezu ein Fisheye-Objektiv darstellt, hat man eben nicht immer gerade Linien, was zum Beispiel bei Baustellen in der Architektur wichtig wäre. Abgesehen davon, wie auch bei der Taiki 3, würde ich mir wünschen, dass man die Timelapse-Sequenzen flexibel einstellen kann, zum Beispiel mehrere Sequenzen gleichzeitig laufen lassen kann. Das sind hoffentlich Dinge, die in der Zukunft mit Software-Updates noch möglich gemacht werden. Der letzte Punkt ist, dadurch, dass die Taiki natürlich batteriebetrieben ist, hat sie hier Limits von, sagen wir mal, 3 bis 4 Monaten. Man kann sie natürlich über USB-C auch mit einer externen Batterie versorgen oder auch ein Solarpanel anschließen. Dort gibt es von MLabs eine Option, die ist relativ groß und auch nicht so günstig. Das macht das Ganze wieder etwas sperriger und teurer. Aber die Möglichkeit gibt es, weil man eben Projekte hat, die länger als, sagen wir mal, 3 Monate Überwachung oder Aufnahmen benötigen. Auch wenn ich kleine Verbesserungsvorschläge hatte, kann ich sagen, dass die Taiki Mini wirklich eine willkommene Ergänzung zur Taiki-Produktlinie ist und sie festigt etwas die Position von MLabs als führender Anbieter für ein Ökosystem für Langzeit-Timelapse-Aufnahmen oder Projektüberwachung. Es gibt hier wirklich nicht viel Vergleichbares. Man kann solche Resultate erzielen, indem man Produkte von anderen Herstellern kombiniert, Software und Hardware, und sich da versucht, selber etwas zu bauen. Das ist, glaube ich, machbar, aber deutlich komplizierter, weniger verlässlich, meiner Meinung nach wahrscheinlich auch nicht günstiger. Und somit ist die Kamera hier perfekt für jeden, der einfach und relativ erschwinglich ein Projekt wie Bauarbeiten oder ein Event für einige Tage oder einige Wochen dokumentieren will und das Ganze dann für soziale Medien oder interne Zwecke oder für Überwachung von Baustellen etc. benutzen will.